Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Final Fantasy Brave Exvius. So, wir springen rein, wo wir aufgehört haben, denn dieses Mal haben wir eine Stadt zu erkunden. Ich habe große Erwartungen an diesen Level, an diese Stadt, denn es ist eine Industriestadt und ich hoffe mal, dass da einiges abgeht. Dieses Team ist momentan so, ja, das ist das Best-of-Team. Ich habe in der letzten Episode gesagt, dass sich einiges ändern wird und ich werde euch zeigen, was sich geändert hat und wie wir dann weitermachen werden zukünftig. Es gibt auch ein paar Belohnungen, die wir einkassieren können, für die Gruppenbelohnungen. Ein paar Sachen habe ich schon geholt, ich scroll mal ganz kurz durch, damit ihr das seht. Das ist noch von Fina gewesen hier. Das sind die Wiederauffüllungspakete. Täglich Anmeldebelohnung, 100 Lapis. Dann gab es hier die Gruppenbelohnung für den Event mit dem Schneemann, ne, wisst ihr noch? Da gab es dann insgesamt, ne, das hier alles. Die ganzen Beschwörungstickets, diese Verbesserungsteile, Raubzug, Ranglistenbelohnung, 100 Lapis für uns. Weil ich habe nicht weitergemacht mit dem Schneemann, ne? Ich habe dann irgendwann keine Lust mehr gehabt. Aber zukünftig wird sich das ändern, denn ich arbeite ja gerade in dem Best-of-Team und das wird richtig mächtig werden zukünftig. Hier nochmal Gruppenbelohnung und so weiter. Und noch ein bisschen Paket, das Reichtumshäppchen gekauft und so weiter und so fort. Ich lösche mal alles, was abgeholt wurde. Dass nur noch das da ist, was ich noch holen muss, damit ich den Überblick nicht verliere. Und ihr seht es hier, ich kaufe auch immer regelmäßig Pakete der Wiederauffüllung. Ich benutze die aber nicht, damit ich die dann für Notfälle noch übrig habe. Das sind jeweils 60 Energie, also sind das schon mal 180 Energie, die wir noch da haben. So viel dazu. Außerdem hat sich hier was getan, nämlich Bartz ist mittlerweile auch Level 100, genauso wie Xdeath. Und für alle die unter euch, die mich in der Freundesliste haben, ich zeig's mal ganz kurz, ich habe ja dieses Team hier als Begleiter gewählt, da ist Bartz der Anführer, das heißt, ihr habt immer Bartz zur Auswahl und seine Werte sehen momentan so aus zum aktuellen Zeitpunkt der Aufnahme. Es ist ein, ich glaube, Montag, der 9. Januar, müsste 9. Januar sein, ich glaube schon, 9. Sekunde mal ganz kurz. Habe ich hier nicht irgendwo ein Datum? Ja, genau, der 9. Januar, richtig, sehr gut. Also, das heißt, dementsprechend, naja, seht ihr das erst ein bisschen später, ganz klar. Aber so sind momentan die Werte, also ein ziemlich starker Charakter, muss ich sagen. Ich kann aber ganz kurz die Fähigkeiten zeigen. Magie hat sich nichts geändert, aber Spezial, da ist was neu. Nämlich hat er in der Zwischenzeit gelernt, tanzende Sturmklinge. Das habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt, als ich mal einen Bartz eingesetzt habe von jemandem. Er macht, im Prinzip ist das gleiche wie Sperrfeuer, nur dass er nicht viermal angreift, sondern fünfmal und es macht Windschaden. Also mit Jägerklinge macht er zum Beispiel Gegner anfällig für Windschaden und dann greift er mit tanzenden Sturmklinge an und macht schon ein bisschen Bonusschaden, ne? Außer macht er Windschneide, das macht auch Windschaden, steht hier, aber es ist hybrider Schaden, soweit ich weiß. Im Wiki steht drin, dass es Hybrid ist, hier weiß ich nicht genau, wahrscheinlich auch Hybrid, aber hier ist auf jeden Fall Hybrid. Und das heißt, Hybrid, um das mal kurz so zu erklären, Bartz hat momentan Angriff von 355 und Magie von 207. Wenn ich die beiden jetzt zusammenrechne, komme ich auf 500, naja, sagen wir jetzt mal circa 550, um es einfacher zu machen. Und von 550 die Hälfte ist 275, Entschuldigung. Das heißt, der Schaden hier deskaliert mit 275. Also nicht der Angriffswert, auch nicht der Magieangriffswert, sondern so eine Mischung dazwischen. Um das mal grob zu erklären, die Formel ist jetzt ein bisschen komplizierter. Aber so ungefähr sieht es aus. Das heißt, je geringer die Differenz zwischen Bartz Angriff und Bartz Magieangriff ist, je geringer die Differenz ist, umso höher ist der Schaden von Windschneide letztendlich. Weil nämlich der Magieangriff zieht die Angriffskraft runter, wenn ich Windschneide mache. Also versuche ich nämlich jetzt beides von Bartz zu pushen. Nicht nur Angriffskraft, sondern Angriff und Magieangriff. Das ist gut, denn Bartz kann ja auch ein paar ordentliche Magiezauber lernen. Ihr seht es ja hier, ne? Alles Stufe 5. Und außerdem ist Bartz ja deswegen mit dem Verstärker ausgerüstet, der Angriffskraft und Magieangriffskraft gibt. Und das ist auch der Grund, warum ich ihm hier Magieangriffskraft plus 10% gegeben habe, damit die Differenz nicht ganz so hoch ist, ne? Physischer Angriff ist super, aber eben Magieangriff braucht er eben auch. Das ist ein bisschen schwieriger. Und das ist das Storyline-Team. So sieht das aktuell aus. So habe ich es momentan gemacht. Ich werde noch mal ganz kurz hier ein bisschen verbessern. Wir haben ja momentan wieder 7600 Gold. Mal schauen, wie viel ich machen kann. Ja, zweimal könnte funktionieren. 8, 16, 24, 6. Das wäre ein bisschen viel wahrscheinlich. Ich mache noch mal einen. Kommt auf Level 50. Ja, komm, wir geben noch mal jedem einen.
So, dann seht ihr nämlich die Charaktere auch nochmal öfter in Action. Ich habe ja schon offscreen schon ein bisschen nachgeholfen. Ich habe auch schon offscreen die Charaktere entsprechend ausgerüstet. Ich lasse übrigens Deep-Eye hier drin, ja. Ich habe ja in den Kommentaren heute gelesen, dass es neben dem guten Denzel Evans noch einen weiteren Fan gibt von Kefka neuerdings. Und ich möchte natürlich für alle Kefka-Fans unter euch Kefka erst einmal drin lassen. Ich persönlich finde ihn ja auch klasse. Und Ingus lasse ich auch drin, weil ich nämlich immer noch gerne seine wahre Treue farmen möchte. Außerdem brauchen wir zwei Charaktere, die unsere drei, naja, noch Schwächlinge ein bisschen mitziehen, ein bisschen pushen. Offscreen farme ich natürlich auch wieder ein bisschen Erfahrungspunkte, damit die schnell leveln. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, denn in dieser Episode werden wir mit diesem Team noch nicht kämpfen. Ich wollte es euch nur schon mal zeigen. Dieses Team ist dann nämlich für die nächste Episode gedacht. Denn in dieser Episode erkunden wir eine Stadt, da muss man in der Regel wenig kämpfen, meistens gar nicht. Und falls doch, haben wir Ingus und Kefka mit dabei. Und was wir jetzt machen, ist auf jeden Fall erst einmal Arena. Da haben wir nämlich einen Boss zu besiegen und unsere tägliche Arena-Belohnung, ne, wisst ihr ja noch. So, Setup. 20 Lapis möchten wir gerne haben. Dafür gehe ich hier rein. Wir suchen uns einen Gegner aus. Natürlich wie immer den Schwächsten. Hier zum Beispiel nochmal so jemand mit Mercedes drin. Können wir gerne mal machen. Geht ja nur darum, dass man dabei ist. Ne? Dabei sein ist alles. Deswegen beginnen wir. Ja, die kriegen wir alle hin. Kriegen wir wahrscheinlich in einer Runde kaputt. So, Gegner haben First Strike. Das ist völlig in Ordnung. Ne, ihr seht schon am Schaden, warum das in Ordnung ist. Weil viel Schaden ist das ja nicht. Bartz kontert gleich mal und jetzt zeigen wir dem, was eine Hake ist. Nämlich, wir machen Windschneider, macht nicht viel Sinn, denn es macht nur einmal Schaden. Und der Schaden ist zwar extrem groß, aber er kann 999 nicht toppen. Darum machen wir jetzt einfach mal tanzende Sturmklinge. Los geht's, Bartz! So, das war schon mal richtig gut. Jetzt benutzen wir doch mal Ferris hier, um, wo ist es denn hier, Klingelblitz zu machen. Ne, hier, 399. Ein Gegner überlebt noch, oder hat noch überlebt. Und er fängt sich auch gleich noch mal ein paar Attacken ein. Ich würde mal sagen, X-Death macht den Rest mit verheerendes Licht. Los, X-Death, zeig, was du drauf hast. Ja, ihr seht, die Lebenspunkte von Bartz, 4700, ist schon beachtlich. Das hängt damit zusammen, dass er unter anderem 10% auf alle Werte bekommt. Bartz ist eben kein reiner physischer Angreifer und es gibt bessere physische Angreifer als Bartz, wie zum Beispiel Luneth, Lightning, Noctis und Gilgamesh natürlich auch. Aber er ist auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Also physischer Angriff ist auf jeden Fall von den 6 Sterneinheiten ganz oben mit dabei, was in Ordnung ist. Aber seine Stärke ist eben seine Vielseitigkeit, seine Hybridität, wenn es so etwas überhaupt gibt. So, wir machen Runde 4 den Bosskampf. Drache. Hier können wir aber Windschneide zeigen. Und zwar, wir machen erst einmal Jägerklinge gegen den Worm. Nur zweimal 20.000 Schaden. Ist ja alles soweit ganz cool. Aber der Gegner ist jetzt anfällig für Wind. Und das ist natürlich, worauf ich hinaus will. Und wenn wir jetzt dann Windschneide machen, guckt euch jetzt. Oh Mist, der kontert sogar zweimal. Ach, der hat ganz knapp überlebt. Ich hab schon gedacht, der stirbt jetzt durch Gift. Giftklauen, ne, wisst ihr? So, jetzt noch ein Windschneider. Der Gegner ist ja anfällig für Wind. Also guckt euch mal diesen Schaden an. 39.900 Schaden. Ach, stimmt, der war ja ein Boss, habe ich ganz verpeilt. Ich wollte ihn ja eigentlich mal analysieren. Aber gut, ist auch egal, haben wir den besiegt? Habe ich nicht gemerkt, ich hab doch gesagt, wir machen jetzt den Boss und habe total verpeilt als den Boss. Brigandine, interessante. So, wir haben schon eine Brigandine, die trägt nämlich, ich zeig's mal ganz kurz. Hier, das ist Best of, das benutze ich für Kolosseum und Arena, ne? Sie hier benutzt nämlich aktuell die Brigandine, aber Brigandine. Aber wir haben ja noch eine neue bekommen. Und die rüsten wir jetzt mal den nächsten Charakter aus, der sie tragen kann. Und zwar irgendein Charakter hier. Ich würde mal sagen, ich gebe es ihm hier, weil er sonst nichts anderes tragen kann. Also Silberharnisch weg.
Brigandine wird angelegt. Das hat sich ja gelohnt hier für unser Story-Team. Ne, also die beste Ausrüstung kriegt immer das Best-of-Team. Das ist dieses hier, ja. Unser Alles-Mesher-Team. Und dieses Team hier ist dann praktisch das für die Storyline. Das kriegt dann immer die zweitbeste Ausrüstung. So, da habe ich das gerade gemacht. Mal gucken hier. Ausrüsten. Was tragen die denn so? Mithrilplatte, okay. Eisenrüstung. So, Eisenrüstung hat er. Er kann auch eine... Ein Silberharnisch kann er tragen. Sehr gut, das passt soweit. Dann gucken wir mal noch hier, ob wir noch irgendwas davon anlegen können. Zwei Eisenhandschuhe haben wir noch übrig. Alles andere ist belegt und dann natürlich noch ein paar Ringe. Ja, das mit den Ringen mache ich offscreen. Ich werde auch die Ringe entsprechend verteilen. Jeder kriegt etwas. Zum Beispiel, er ist ja er ist ja windanfällig momentan. Ne? Kann ich ja mal gerade so hier. Er ist ja windanfällig. Das heißt, er bekommt auf jeden Fall so einen... Wo ist denn so ein Böenring oder sowas? Gipfelring, Böenring, ne? Der schützt ja ein bisschen vor Windschaden. Damit die Anfälligkeit von den einzelnen Charakteren ein bisschen ausgeglichen wird. Ich habe leider nichts, was die Angriffskraft irgendwie erhöht. Wir werden nochmal Sachen bekommen, aber bis dahin legen wir erstmal das Zeug hier an. Das können sie ja immer gebrauchen. So, so. Sie hier... Ach gut, für Fiene habe ich jetzt nichts Großartiges. Aber ist auch nicht weiter schlimm. Ich gebe mal hier nochmal einen Eisenhandschuh. So, ne, da hat er noch ein bisschen mehr Abwehr. Und er hier bekommt auch noch einen Eisenhandschuh. So, dann ist erstmal alles ausgerüstet. Naja, was ich Fiene gebe, weiß ich nicht so genau. Da muss ich mal gucken, ich habe sogar einen Wolfstöter gegeben. Physische Angriffskraft. Ist noch irgendetwas, ich glaube, ist alles belegt. Ein Sternamulett kann man ihr ja mal geben. So. Und dann noch irgendetwas, weiß nicht genau. Geben wir mal einen Feuerring, einen Gezeitenring, einen Gipfelring. Naja, ich gebe erstmal gar nichts. So, ne, auf jeden Fall hier für die Storyline. Okay, wir machen auf jeden Fall weiter in der Arena. Wir haben ja noch ein paar Kämpfe, die wir machen können. Letztes Mal haben wir ja keinen Bosskampf gesehen, dafür haben wir ihn heute gesehen. Und wir machen nochmal ein paar Bonuskämpfe, dass ihr gleich mal seht, was so abgeht in A5. Nach A5 kommt S. Und nach S kommt dann der nächste Schwierigkeitsgrad. Habe ich extra nochmal nachgeschaut. So, hier sind schon härtere Gegner, ne? Seht ihr, die kennen wir auch noch. Beim im Schneegebiet, im Tempel war das, glaube ich, oder in diesem Dingens. Wir machen einfach mal mit Bartz hier tanzende Sturmklingen. So, Bartz, zeig doch mal. Der macht es natürlich im Alleingang jetzt, ne? Ganz klar. Aber ihr seht, der Schaden ist schon beachtlich. Freue ich mich. 2500 plus 5700 macht 8000 Schaden. Ungefähr. Das ist schon gut pro Angriff. 8000 Schaden mal 5. Das macht dann 40.000 Schaden, die Bartz austeilt auf einen Gegner. Ja, 5-mal tanzende Sturmklingen auf einen Gegner ist stärker als einmal Windschneide. Wenn es aber viele Gegner sind, dann kann Bartz eben sagen, okay, er greift nur einen Gegner an, gezielt mit tanzende Sturmklinge, mit Windschneide. Dafür macht es halt einmal großen Schaden auf diesen Gegner. Wenn der Gegner viele Lebenspunkte hat, mache ich halt eben zuerst die Jägerklinge und danach Windschneide, ne? Wisst ihr Bescheid? Und tanzende Sturmklinge ist sogar dafür, dass es so großen Schaden macht. Ich meine, tanzende Sturmklinge macht auf ein Ziel mehr Schaden als Windschneide. Kostet aber nur, naja, knapp die Hälfte der Mana-Punkte. Also ist schon sehr sparsam, der gute Bartz. So, wir greifen aber einfach mal mit allen Charakteren an. Das reicht ja auch schon. Also Bartz wird uns weiterhin begleiten, er wird weiterhin der Hauptcharakter für mich sein, so wie sich das gehört. Aber eben nicht erstmal nicht für die Storyline. Und wie gesagt, die Teams werden noch variieren. Ich habe jetzt erst einmal oh mein Gott, Giftschleim. Ich habe jetzt erst einmal Kefka drin gelassen, ja, weil Kefka einfach eine coole Sau ist als Schwarzmagier. Wir haben auch keinen besseren Schwarzmagier momentan. Wir haben nur X-Death und Kefka. X-Death ist zwar stärker als Kefka, aber Kefka hat mehr Style. Und deswegen lasse ich Kefka erstmal drin. Aber Ingus werde ich auswechseln. Ich weiß nur noch nicht für wen. Ich tendiere zu Celes. Da muss ich aber noch ein bisschen grinden offscreen. Zeige ich mal ganz kurz. So, ne, das ist das aktuelle Team hier, so wie es aussieht. Und ich tendiere dazu, ihn hier auszutauschen. Er ist ein cooler Rotmagier. Ich liebe Rotmagier, das wisst ihr ja schon. Übrigens, den habe ich gezogen hier in 3 Sterne Kenyu. Und Kenyu ist, Achtung, Kenyu ist ein Karateka. Ist das nicht cool?
Ja, also für die Leute, die mich kennen oder ein bisschen länger kennen oder schon ein bisschen länger mit zuschauen, die wissen ja, dass ich persönlich auch Karate mache. Und deswegen finde ich das so cool, dass die den als Karateka eingebaut haben oder Karateka oder Karateka. Wenn man auf seine Lore geht, dann sieht man Kämpfer, der umherzog und andere zum Kampf Mann gegen Mann auch so herausforderte, war der Erfinder des Karate, bei dem auf Stil und Höflichkeit Wert gelegt wurde. Ne, das ist ja wichtig auch im Karate. Stil und Höflichkeit. So, Kenyos Entscheidung, die Schwachen zu beschützen, beunruhigte Teile der skrupellosen Obrigkeit, die schließlich dafür sorgte, dass er den Tod fand. Er ist ja eigentlich nicht mehr lebendig, sondern, ne, das sind alles Erinnerungen hier, die Charaktere, aber so schlägt er zu. Ich finde das so cool. Also irgendwann werde ich den mal leveln und einsetzen, einfach nur, weil er eine coole Sau ist. Den behalte ich auch, den normalerweise verkaufe ich diese Low-Einheiten. Und von ihm lernt man also Faustwirbel. Also ich werde seinen wahren Treuebonus holen. Denn Faustwirbel macht direkten Schaden und mit der normalen Angriffskraft, aber umgeht ein Teil der Abwehr. Ist eigentlich ziemlich praktisch, das habe ich öfter mal bei Lightnings und so gesehen, ne? Die tragen das auch alles. Das lernt man wohl von ihm. Also da haben wir immer noch ein bisschen Karate auch in dieser Folge. Ja, finde ich persönlich sehr, sehr cool. Na gut, ich tausche ihn mal aus. Ah nein, ich muss ja hier, Entschuldigung. So, austauschen. Also der gute Kenyu. Der geht leider nicht höher als 3 Sterne, sonst würde ich ihn öfter einsetzen. Aber wo ist er denn jetzt? Weiß gar nicht, wo habe ich ihn jetzt. Achso, der ist ja. So. Der geht leider nicht höher als 3 Sterne. Deswegen kann ich ihn leider nicht öfter einsetzen. Aber ich behalte ihn auf jeden Fall mit dabei. Vielleicht kriegt er irgendwann mal einen Buff oder so. 4 Sterne oder was. Keine Ahnung. Aber ich behalte ihn so, ne, im Herzen für uns. Das Herz des Karate ist auf jeden Fall auch in diesem Let's Play mit dabei. Und es gibt ein paar Charaktere, die ich gerne leveln möchte. Gerloff werde ich nicht leveln, auch wenn er ein Final Fantasy V Charakter ist. Das ist der einfache Grund, ist der, ich möchte Cryon und Lena haben. Das heißt, später wird für Gerloff sowieso kein Platz sein. Also warum sollte ich ihn jetzt leveln, wenn das später sowieso keinen Sinn macht? Hier sind Charaktere, die ich gerne leveln möchte. Celis, Freya, Maria wäre eigentlich auch ganz cool für später für das Amano-Team, aber Maria ist kann auch nicht höher als 4 Sterne kommen, genauso wie Penelo oder Fifi, deswegen macht das nicht so viel Sinn. Garland wäre auch eigentlich ziemlich cool zur Abwechslung mal, anstelle von Kefka, dass man vielleicht mal Garland mitnimmt. Er ist ja ein, wie wird das hier genannt, ein Chaos-Ritter. Seine Magie beschränkt sich auf Feuer und Terra-Ra und so ein Kram, ne? Feuer und Terra. Und dann noch ein paar. Es geht auch gern Richtung physische Angriffe. Also als Schwarzmagier ist denn der von mich gedacht. Vielleicht setze ich auch mal Garland ein, muss ich mal schauen. Auf jeden Fall sind das die Charaktere, wo ich hintendiere. Celis, Freya oder Fran. Edgar geht leider auch nicht über 4 Sterne oder 5 Sterne, glaube ich, das Maximum. Oder sogar, ich glaube, sogar nur 4 Sterne hat er. Locker der 5 Sterne. Ich glaube, der hat nur 4 momentan. Deswegen ist echt ein bisschen schwierig gerade. Und ich habe auch keine Lust, neue Beschwörungen zu holen, weil ich nicht weiß, was dabei rauskommt. Weil ich ja auf bestimmte Charaktere abgesehen habe. Und dafür spare ich mir die ganzen Beschwörungstickets. Deswegen muss ich euch da noch ein bisschen vertrösten. Wahrscheinlich packe ich einen von den beiden hier rein. Weil auch Fran leider nicht über 4 Sterne hinausgeht. Oder nee, sie hat 5 Sterne. Nee, sie hat 4 Sterne. 4 Sterne hat sie, glaube ich, ja. Die beiden kriegen 5 Sterne hier, die 2. Ich überlege doch offscreen, nur dass ihr da schon ein bisschen Bescheid wisst. Jetzt habe ich wieder viel gequatscht, ne? Viel gequatscht und viel gezeigt, was ich so eigentlich vor... Ach nee, Mensch, hier Einheiten. Viel gequatscht und gesagt, was ich so vorhabe, aber wirklich viel ist nicht passiert. Gut, wir haben ein bisschen Kolosseum gemacht, das ist auch schon mal gut. Und jetzt gehen wir nochmal ganz kurz hier auf die Freundesliste. Senden... Nehmen wir mal alles an hier. So, sehr schön. 41 Beschwörungen können wir machen. Da sind bestimmt ein paar Kenyus mit dabei. Ja, aber wir gehen jetzt mal in die Welt. Wir wollen ja weiter in der Main Story kommen. Deswegen gehen wir jetzt mal auf Denado oder nach Denado in die Industriestadt Dilmagia. So, los geht's. Industriestadt Dilmagia. Sieht schon sehr abenteuerlich aus, muss ich sagen. Das muss die Werft sein. Vielleicht lassen sie uns ein Schiff leihen.
Das wäre ja cool. Oh, guck mal, ein mechanischer Chocobo. Ist das nicht geil? Ich möchte mit den Verantwortlichen sprechen. Wir brauchen ein Luftschiff. Da seid ihr leider eine Sekunde zu spät. Diese Luftschiffe sind Eigentum des Militärs. Wir können sie nicht einfach an jeden verleihen. Ah, aber du hast so viele davon hier. Darf ich fragen, mit wem ich spreche? Mein Name ist Lid. Ich bin hier verantwortlich und das aus gutem Grund. Ich bin der beste Mechaniker, den es in den Magier gibt. Aha, Luftschiff-Mechaniker oder Mechanikerin, ich glaube, das ist eine Sie, bin mir nicht ganz sicher, scheint eine Sie zu sein. Ja, das ist eine Sie, ich weiß noch warum. So, auf jeden Fall, Lid, ne, und für die Leute, die sich ein bisschen in Final Fantasy auskennen, die wissen ja, wie heißt der großartige Luftschiff-Pilot und Mechaniker in Final Fantasy immer, na, ich sag's, er heißt Cid, ja, ganz genau, C-I-D. Und sehr oft ist es der Fall, wie zum Beispiel auch in Final Fantasy 5, der Verwandte, Neffe, Enkel oder Gehilfe von Cid, der heißt oft Mid, also M-I-D, ne? Und Mid ist männlich und jetzt haben wir hier Lid. Lid ist weiblich, interessant. Die bleiben also ihrer Cid mit Lid-Dreier treu. Jetzt steht hier Lido. Ist ja auch interessant. Schon bald werden sie mich Cid nennen. Also, dazu muss man sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn sie Lid heißt, und sie heißt in der japanischen Variante wahrscheinlich auch Lid, ja, Cid heißt ja Shido und Mido, ne, Mido, also, weil die Japaner müssen ja am Ende nach dem D immer ein O sagen, Mido, Shido und Mido, und dann sagen sie nämlich anstatt Lid, sagen sie Lido oder Rito, Rito, so rum, Rito. Und dementsprechend, wisst ihr? Cid? Wieso sollten sie dich Cid nennen? Das ist der Titel, der allen Meistermechanikern verliehen wird. Achso, hier ist also ein Titel. Diese Tradition reicht von Generationen zurück, ja. Und vor allem auch in vielen Final Fantasy-Teilen. Jemand mit Ahnung. Nicht schlecht für einen Schwertschwinger. Okay, also Lid oder Lido, ich sag einfach mal Lid, ja, weil ich bin Lid gewohnt zu sagen und sie hat sich auch als Lid vorgestellt, hat hier auf, es ist halt schlecht übersetzt, also dieser Content, dieser neuere Content hier, der neuere Story-Content, es ist ja eigentlich, war ja, bevor wir nach Denado gekommen sind, Grandchild war ja der erste Story-Content. Denado ist ja der zweite Story-Content, der mit einem neuen Patch hinzugefügt wurde und danach kam ja noch ein neuer Story-Content, wo es wieder einen neuen Story-Charakter gibt. Ich habe mal gesagt, es gibt 5 Story-Charaktere, Lid ist tatsächlich einer von denen. Und es wird auch noch ein weiterer Story-Charakter kommen. Und dann sind wir bei 5 Story-Charakteren. Und das ist auch wieder ein neuer Content. Es wird auch danach wieder einen neuen Content geben. Ob dann wieder ein neuer Story-Charakter kommt, weiß ich nicht. Ich gehe mal stark davon aus, dass die Pro-Content, ne, im Grand Chat gab es Fina, hier gab es Lid. Im nächsten Content gibt es auch wieder einen neuen Charakter und so weiter und so fort. Da haben die echt schlechte Arbeit geleistet mit der Übersetzung, muss ich sagen. Also hat nicht einmal der zukünftige Cid die Macht, uns ein kleines Luftschiff zu leihen? Warte! Wie ich sagte, noch bin ich kein Cid. Der ist so süß, der Chocobo. Das ist wohl Pech für uns. Scheint, als müssten wir zu Fuß zum Wind schreien. Nicht so schnell mit den jungen Chocobos. Sagtest du gerade Wind schreien? Dieses Siegel auf deiner Rüstung. Ihr seid Ritter Grandchilds, nicht? In diesem Fall komme ich mit euch. Mit uns kommen? Wovon redest du? Die Kristalle, die ich benötige, um mein neuestes Meisterwerk in die Luft zu bringen, sind im Tempel. Wenn ihr alle fiesen Viecher abwehrt, kann ich euch den schnellsten Weg zeigen. Wenn wir zu Fuß gehen, könnten wir einen Führer gebrauchen. Das stimmt. In Ordnung, Lid. Jetzt steht hier wieder Lid. Du zeigst uns den Weg und wir versprechen, dich zu beschützen. Klingt wie eine Abmachung. Haha, wir haben Lid mit dabei.
Okay. Entschuldigung, ich weiß es nur nicht genau, so kann ich jetzt eigentlich hier... Ich will mal ganz kurz Einheiten so. Einheiten... Kann ich, ist sie jetzt eigentlich mit als Charakter mit dabei? Kann ich jetzt eigentlich schon einwechseln oder noch nicht? Bin mir nicht ganz sicher. Weil ich dachte nämlich, sie wird spielbar. Aber es scheint nicht der Fall zu sein. Na gut, ist aber auch nicht weiter schlimm. Auf jeden Fall ist Lid mit dabei und wir sollen für sie die ganzen Monster abwehren. Ich meine, Fina war ja am Anfang auch nicht spielbar. Ne? Ist da, also man kann ja noch hoffen. So, dann gehen wir doch mal kurz hier raus. Ja, es gibt ja auch eine Dämonen-Lid. Deswegen weiß ich, oder sowas in der Richtung... In Kolz lebt ein Mann, dem ich viel zu verdanken habe. Ich wollte mich schon lange erkenntlich zeigen, aber ich weiß weder, wie er heißt, noch wo er wohnt. Ich habe schon versucht, ihm einen Brief zukommen zu lassen, aber vergeblich. Okay, schade. So, wir schauen uns mal ganz kurz das hier an. So sieht das also aus, wie wir reingekommen sind. Also hier sind wir reingekommen. Wir gehen als nächstes hier die ganzen Dinge einsammeln, ne, die Quests. Dann gehen wir mal kurz ins Inn und schauen uns mal unten ein kleines bisschen um. So. Hier, ne? Das meine ich. Komplett schlecht übersetzt. Kennst du den, der diese Stadt und die verbindet? Dort findet man alle möglichen nützlichen Materialien. Nicht nur Teile für das Bauen von Luftschiffen. Die Kammerjäger der Stadt haben sich immer um die Beseitigung der Monster gekümmert, aber seit deren Insolvenz gibt es niemanden mehr, der sie in Schach hält. Nicht einmal die furchteinflößenden Sushi. Wie sollen wir denn nun sammeln gehen? Okay, also wirklich dunkle Witwe 15 mal killen. Na gut. Also das hat sie wohl gemeint. Ich nehme an, dass dieses, dass das eben irgendwie ja irgendwas mit dunkle Witwe hieß. Hey, kommst du von der Küste? Hast du dort zufällig Wasser-Megakristalle gefunden? Ich will Luftschiff-Mechaniker werden. Aber ich muss einige Tests bestehen, bis ich als Lehrling angenommen werde. Wir sollen einen Modellmotor bauen, aber ich finde einfach nicht die Teile, die ich brauche. Bitte, wenn du ein paar Megakristalle gefunden hast, musst du sie mir geben. Meine Zukunft hängt davon ab. Okay, wir haben nur 3 Wassermegakristalle gefunden. Theoretisch könnten wir jetzt da hingehen und dem armen kleinen Jungen helfen. Aber er lispelt, deswegen mache ich es nicht. So, nichts gegen Leute, die lispeln, die können nichts dafür. Aber, ja, ne, wisst ihr, wer mich schon so fragt, dem helfe ich nicht. So, was hast du zu sagen? Oh, ein Ritter Grandchild, sieht man nur selten hier draußen. Doch das Wappen ist sogar hier berühmt. Ich wusste sofort, wer du bist. Ach ja, weißt du, wer ich bin? Ich sag dir, wer ich bin. Ich bin dein Vater. Die Magier ist das Highlight jeder Reise. Du vergisst schnell die Zeit, wenn du die Luftschiffe vorbeifliegen siehst. Ja, Zeit vergessen ist gar nicht so gut. So, dann gehen wir mal wieder. Da ist doch irgendwas. Ach ja, hier. Mitarbeiter gesucht. Leichte Arbeit an der, Konnichiwa. Keine Erfahrung benötigt. Jeder ist willkommen. Alle Arbeiten werden vor Ort erledigt. Fragen Sie an der Konnichiwa nach. Das heißt nicht Konnichiwa. Ich wollte das nur mal kurz klarstellen für die Leute, die das gerade nicht... wir freuen uns auf Sie. Luftschiffteile 1, 2 und 3. Ach ja. Na gut, gehen wir mal. Also einiges an Quests hier, die ich wahrscheinlich entweder offscreen... Ich gucke einfach mal in Wikipedia nach, also im Wiki nach, was das so für, was das so für Quests sind, was man dafür für Belohnung bekommt und ob es für mich wert ist, das zu machen oder nicht. Da mache ich einfach offscreen. Ich war einst selbst ein Luftschiffmechaniker, solltest du wissen. Ich war sogar Anwärter dafür, der nächste Sith zu werden. Oh, das glaube ich dir sogar fast. Tavernenwirt. Ich habe gerade Tantenwirt gelesen, ich weiß auch nicht wieso. Heutzutage findet man auf dem Markt einfach keine hochwertigen Wetzsteine mehr. Aber stumpfe Messer sind der Fluch eines jeden Kochs, das sage ich dir. Auf den windigen Höhen gibt es angeblich Felsen, die sich zu exzellenten Wetzsteinen verarbeiten lassen. Das Problem ist nur, ich leide an Vergesslichkeit und Stottern. Liefern wir den Wetzstein aus. Machen wir doch gerne. Okay, damit wäre das auch erledigt. Ich gucke mal noch ganz kurz auf der Karte. Rechts geht's auf die Weltkarte. Hier, weiß gar nicht so genau, ob es hier noch irgendetwas... Ist nichts. Vielleicht kann man auch irgendwie runter oder sowas. Ich habe gar keine Ahnung. Jedenfalls schauen wir uns nochmal hier ein bisschen um. Ich weiß nicht. Das sieht alles aus, als könnte man da irgendwie rumlaufen. Hier. Bla 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 bla. Okay, gut. Ja, ne, hier kann man da hinten dran. Nein, nicht schon wieder. Mann. Hier kann man zwar auch hinten dran.
aber sobald ich da hingehe, bin ich da drin. Na gut, okay, wir schauen einfach mal weiter. Innen waren wir ja gerade drin. Das heißt, wir laufen jetzt mal hier oben hoch. So, da kann man auch noch mit jemandem reden. Mensch, Nation, kauf unsere Luftschiffe, aber die abgesandten Soldats sind die schlimmsten. Schubst uns immer herum, ich hasse sie. Soldat ist der nächste Content. Glaub ich. Da kommen wir, glaube ich, als nächstes hin. So, na gut, da war auch nichts, dann laufen wir weiter. Ist hier noch irgendwas? Nope, nope, nope. Na gut, gehen wir mal ins nächste Gebiet. Jetzt sind wir hier und hier gibt es... Ach ja, die Karte macht immer Sinn. Links und rechts können wir laufen. Links, rechts sind Waffen, links sind Rüstungen. Wir laufen nach links und dann nach rechts. Mal schauen, ob wir da irgendwas Interessantes finden. Ich werde jetzt nicht mit allen NPCs reden, die irgendwas zu sagen haben. Hier ist sogar eine Kiste. Guck mal, eine Goldnadel. Hat sich ja gelohnt. Gegenstände kaufen. Also, Mithril Buckler, grünes Barett kann man hier kaufen. Ich glaube, grünes Barett haben wir genug. Da habe ich ja 5 Stück mal gekauft. Mithril Buckler haben wir auch noch genug. Mithril Helme. Mithril Rüstung, Silberharnisch. Mithril Rüstung. Wir haben nicht mehr so viel Gold. Ich bin da ja momentan... Hier, komm hier. Mithril Buckler kann man schon mal kaufen. So. Und Mithril Rüstung. So, okay. Also, die Rezepte haben wir zumindest schon mal gekauft. Ansonsten weiß ich jetzt, wo man Mithril Sachen herbekommt. Ja, das mache ich dann irgendwann mal offscreen, wenn ich noch ein bisschen Kohle übrig habe. Ich brauchte gerade die ganze Kohle, um die Charaktere zu leveln. Ne, wisst ihr? Vor allem, um Barts auf Level 100 zu bringen. Das hat mich am meisten gekostet. So, gehen wir weiter. Hier ist noch ein Luftschiff. Und da ist ein roter Meganit. Interessant. Gegenstände kaufen. Mithril-Schwert, Meisterschwert. Ja, Mithril-Schwert ist jetzt nicht so toll. Aber es gibt hier Mithril-Speer zu kaufen. Das sollte ich mal im Hinterkopf behalten. Mithril-Bogen. Interessant. Wir können sogar einen machen. Der gibt 38 Angriff. Wäre gar nicht mal so schlecht, so einen Mithril-Bogen zu machen. Mithril-Klauen. Ich kaufe einfach mal alle Rezepte. Falls uns irgendetwas fehlt oder so, dann noch an Gold. Das kriegen wir dann noch. Mithril-Schwert kann man hier machen. Mithril-Schwert brauche ich nicht, aber Mithril-Bogen wäre ganz praktisch. Oder auch vielleicht nochmal unter Umständen ein Mithril-Speer zu kaufen, falls ich Freier noch leveln will. Ne? Das werdet ihr dann noch sehen. Wäre ja mal eine Abwechslung. So, okay, gut. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, nichts mehr zu holen. Dann laufen wir weiter. Vielleicht hier noch irgendwas? Da ist doch was versteckt. Guck mal. Cool ist das denn? Hier können wir auch nicht lang, aber da kann man hoch. Hier ist... Da ist ein versteckter Weg. Huch, da bin ich oben dran gekommen. Führt der noch irgendwo hin? Da ist doch... Ach, hier, da unten ist doch die silberne Truhe. Scheint verschlossen zu sein. Schatztruhe mit einem Zauberschlüssel öffnen. Nein, ich war noch ganz kurz hier. Ne? Seht ihr das, wenn ich jetzt mal so rübergehe? Da unten rechts. Direkt unter uns. Ne? Und dann hinter dem Ventilator. Also ganz oben, da. Da sind wir also. Okay, gut. Dann machen wir mal hier auf. Schlafklinge. Rezept für Schlafklinge. Interessant. Da war, glaube ich, noch eine Kiste eben. Qualitätsteile. Sollten wir davon nicht ein paar einsammeln oder so ähnlich? Ich weiß gar nicht mehr so genau. Okay, jetzt haben wir also hier ein bisschen was gefunden. Gehen wir mal weiter. So. Roll. Ach ja, wie geil ist das denn bitte? Kann ich auch wieder hier... Kennt ihr das? Seid ihr auch immer Rolltreppen, die hochgehen, runtergelaufen? Um zu gucken, ob ich schneller sei als die Rolltreppe. Ich habe das früher mal gemacht als Kind. Aber Rain ist nicht schneller. Na gut, Rolltreppen müssen sie ja hier auch ganz dekadent anpreisen. Da sind nochmal ein paar Geschäfte. Wir gehen erstmal in den Accessoire-Laden. Aber hier kann man wohl nicht viel machen. So. Okay, hier gibt es dann die ganzen Ringe. Oh, und hier ein Protestring. Guck mal, was macht denn der Protestring? Achso, wir haben das, glaube ich, schon. Oder? Nee, haben wir nicht. Wir haben keinen Protestring. Der macht, glaube ich, Notfallprotest. Aber nicht Dauerprotest. Na gut, war jetzt nicht so toll. Ich habe gedacht, da kann man ein paar tollere Sachen kaufen. Aber ist leider nicht der Fall. Dann gehen wir mal hier rüber zu den, Ach, hier, guck mal. Da ist noch eine Truhe wieder. Rezept für Zorn des Zeus. Interessant. Aber mehr gibt es da auch nicht zu finden, glaube ich. Okay, gut, dann gehen wir da dorthin.
Gegenstände kaufen. Ach, hier kann man sogar direkt schon fertigen Zauber kaufen. Interessant. Feuer, Eis und Blitz kann man hier kaufen. Da hat man auch schon gleich mal alle Elemente. Wir haben Feuer und Eis nicht, wir haben nur Blitz. Also wir könnten jetzt theoretisch noch Feuer... Ich mache das irgendwo aufscreen, wenn wir noch ein bisschen mehr Kohle haben. Ich habe einfach alles für Bart zerbraucht, ne? Habe ich ja schon vorhin gesagt. Aber hier gehe ich auf jeden Fall nochmal hin und kaufe nochmal so ein paar Grundzauber. Ist ja cool, dass man mittlerweile auch Zauber fertig kaufen kann. Dass man sie nicht unbedingt so erstellen muss, ne? So, Gegenstände kaufen. Okay, Altair oder Altair, ne? Oh, hier, guck mal, Vega und Sirius. Ach, hier kann man dann stärkere Schusswaffen kaufen. Die habe ich nämlich immer gesehen bei diesen ganzen Lightnings, die haben die immer angelegt. Pistole mit dem Namen Voltura. Okay, und Sirius, interessant. Wir haben leider keinen Jäger, also niemand, der mit Schusswaffen rumhantiert. Aber es macht ja Sinn, dass hier in so einer Stadt, in der viel Technologie ist, dass dort dann die ganzen, da gab es doch keine Rezepte, ne? Dass dort dann die ganzen Schusswaffen sind, die ganzen mechanischen Dinge halt, ne? Wisst ihr? So, da ist doch vielleicht noch irgendetwas. Also man kann hier auf jeden Fall nach hinten laufen. Aber es gibt hier nichts zu finden. Hier vielleicht doch irgendwo auch nicht. Hier kann man auch nicht rum. Na gut, ich habe gedacht, vielleicht wäre doch irgendwas. Ich dachte eben von Kisten irgendwas noch vielleicht. Na gut, falls ich irgendwas übersehen habe, gucke ich einfach offscreen. Ja, dann schaue ich mir nochmal irgendwie eine Karte von der Stadt an oder so und gehe dann dahin und hol mal das Zeug. Ja, auf jeden Fall habt ihr alle mal so einen kleinen Einblick darin bekommen. Alle hier wollen irgendwie Luftschiff-Leute werden und die lieben alle Luftschiffe und Luftschiffe sind alle so toll und ja, Luftschiffe hier, Luftschiffe da. Silbererz, yes! So, was haben wir denn hier? Komm, lass mich mal rein. Lass mich doch mal... So, okay, gut, sehr schön. Ist hier noch irgendwas? Irgendwie am Rand oder so? Nope. Kann man auch nicht lang. Na gut, dann reden wir doch mit den Leuten hier. Gegenstände kaufen, Materialien. Hier kann man Materialien kaufen, Bestienfleisch, Perle der Weisheit, Loxan, Esperkristall. Darum musst du dich da keine Sorgen machen. Die sind halt nur arschteuer. So, gucken wir doch mal hier rein, was sie da so hat. Gegenstände kaufen. Ja, das ist immer ganz interessant, wenn es hier solche Sachen zu kaufen gibt. Zum Beispiel sowas hier, Goldnadeln, so Kram, Granaten, Zelte. Na naja, gut, aber auch nichts Neues eigentlich. Man kann es ja mal auffrischen, aber in dem Spiel reicht es, wenn man eine Stadt hat. Wenn man eine Lieblingsstadt hat, wo man immer hingeht, um alles aufzufrischen. Wahrscheinlich dann hier. So, dann gehen wir doch mal da oben rein. Ob es hier noch irgendwas zu finden gibt. Hier ist der Dimensions-Vortex-Kristall. Okay. So, dann laufen wir doch mal hier lang. Wie sieht das hier eigentlich aus? Ah, okay, so. Ja gut, auf geht's. Hier auch mal diese Ventilatoren, ne? Sieht schon cool aus, muss ich sagen. Hier vielleicht noch irgendwas? Ach ja, guck mal hier. Magierkiller, interessant. Macht bestimmt wieder Bonusschaden gegen Magier. Das ist ja meistens so, ne? Das gibt's ja oft. Magierkiller gibt's ja sehr oft in Final Fantasy. So, komm schon, Rain, lauf, 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 lauf. Boah, das geht hier sehr hoch. Alter Schwede. So, gibt es da vielleicht noch irgendwas zu holen? Nope, das ist hier offensichtlich, dass hier nichts ist. Muss immer gucken, wenn da irgendwelche Kisten sind oder so, ne? Oder irgendwelche, weiß nicht, so versteckten Sachen. Oder wenn das irgendwie... Hinten fliegt doch ein kleines Luftschiff lang hier, ne? Kleine Luftschiffe und so. Ist eigentlich ganz cool gemacht. Irgendwo irgendwie ansatzweise versteckte Wege sind oder so, muss man immer zweimal hingucken. Okay, gut. Hier schauen wir nochmal ganz kurz nach. Auch hier wieder, ne? Wenn da irgendwas versteckt ist oder sowas in der Richtung. Limitierte Edition. Okay, gut. Es gibt keine süßeren Worte, meinst du nicht? Je weniger es von einer Sache gibt, desto mehr will ich sie. Ich kann einfach nichts dagegen tun. Oh, ho, ho, ho. Zur Zeit bin ich bla bla. Okay, gut. Ja. Könnt ihr jetzt die Mühe machen, alles durchzulesen. Und es gibt auch viele Dinge, die ich mir wirklich immer wieder gern durchlese. Aber auch nicht zu viel des Guten. Wir laufen mal weiter hier. Ich will erstmal eigentlich nur Geheimnisse entdecken. Was hat der denn zu sagen?
Da oben ist ein Hangar für militärische Luftschiffe. Niemand außer der Besatzung darf dort, hat dort Zugriff. Okay, gut. Da war auch nichts mehr hinter dem Ding. Okay, laufen wir weiter. Hier runter. So rum. So, die zwei können mich auch mal. Da kann man lang. Ist da doch irgendwas drin? Ah, da kann man rein. Interessant. Da kann man auch rein. Hier. Da ist Sternquarz. Sehr schön. So, was ist da oben? Komm schon. Phönixfeder. Jawohl. Für die Phönixfeder lohnt sich's immer. Die sind sehr teuer. Und so viel Kohle habe ich nicht. Da ist nochmal jemand, der eine Quest hat für uns. Meine Tochter von mir, eine Tochter von mir lebt in Amber. Sie wird demnächst heiraten. Als ich ein junger Mann war, habe ich oft viel zu viel gearbeitet und meine arme Frau vernachlässigt. Am Tag unserer Trennung hat sie unsere Tochter mitgenommen. Seitdem habe ich meine Kleine nicht mehr gesehen. Ich will ihr meine besten Wünsche überbringen, aber wie könnte ich ihr nach all den Jahren noch unter die Augen treten? Ich wollte ihr ein Geschenk machen. Aus den Muscheln, die man hier an der Küste finden kann, aber... Materialien für Hochzeitsfeier. Ah ja, okay, gut. Also muss er wieder zurück an die Küste wahrscheinlich, an die Küste Miranda. Oder so ähnlich, Miranda. Miranda-Küste was, glaube ich. Naja, verstehe. Ich denke, ich laufe jetzt nicht den ganzen Weg zurück. Ich denke, wir haben jetzt hier alles soweit gesehen. Und wir werden auf jeden Fall in der nächsten Episode wieder Action haben. Ach ja, guck mal. Lit, diese Kreatur. Dieser kleine Zeitgenosse, ist der nicht süß? Das ist ein Mechobo. Mein eigener mechanischer Chocobo. Also ich sag mal Mechobo, ne? Ich hab ihn selbst gebaut. Selbst gebaut? Selbst gebaut? Das ist beeindruckend. Du hast also einen Spielzeug-Chocobo gebaut? Ein Spielzeug? Mechobo, zeig ihm, was du drauf hast. Autsch. Aufpassen mit dem Schnabel. Ist er nicht süß? Ich denke, da hat jemand seine Lektion gelernt. Mach dich über meinen geliebten Mechobo lustig und du wirst deines Lebens nicht mehr froh. Tut mir leid. Es ist kein Spielzeug. Es ist eine beeindruckende technologische Errungenschaft. Da kannst du drauf wetten. In Ordnung, Mechobo, du kannst ihm verzeihen. Oh, guck mal, jetzt leckt er ihm auch noch am Arsch. Und jetzt... Okay, also lass... Was? Oh nein! Scheint, als gäbe es eine technische Fehlfunktion. Ja, ich möchte gar nicht wissen, wo der jetzt gerade hier so, wo der hin will. Das sieht schon sehr übel aus. Pah, ich nehme alles zurück. Schaff dieses Verbal, verschaff diesen vermaledeiten Apparat von mir weg. Okay, interessant. Ja, Zwergenschmiede. Das wird unser nächstes Gebiet sein in der nächsten Episode. Das kann ich euch jetzt schon mal verraten. Und ich glaube, obwohl Lit eigentlich theoretisch praktisch kämpfen könnte, kann man sie praktisch theoretisch noch nicht mitnehmen. Ich gehe mal nochmal hier auf Austausch. Nope, hier ist sie nicht mit dabei. Also denke ich mal, sie wird mit Sicherheit noch spielbar sein, aber eben noch nicht jetzt sofort direkt. Deswegen, lassen wir uns einfach mal überraschen, wann und wie das der Fall sein wird. Es gibt ja diese Katzenlid, glaube ich, ne, oder so ähnlich. Und, ach hier, Kampfarena, Teilnahmebelohnung, 20, genau, können wir auch schon mal holen hier, so, sehr schön. Machen wir das gleich mal weg. Ja, ich würde sagen, in der nächsten Episode sehen wir uns wieder, dann Harley ist nochmal Action. Es war auf jeden Fall ziemlich lustig, muss ich sagen. Mir hat es gefallen, Lit mal kennenzulernen. Und ich hoffe, unser Team ist bis dahin stark genug. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch diese Folge gefallen hat. Wenn nicht, schreibt mir konstruktive Kritik, dann mache ich alles besser. Ansonsten danke ich mir herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht. Und ich hoffe, ich darf euch wieder begrüßen in der nächsten Episode. Vielen Dank und hoffentlich bis dann. Tschüss.